Oh, ist das ekelhaft. Du bist Königin oder was? Prinzessin. Lebst du im Schloss oder so? Siehst du aus? Deutschland Elite. Sind die Wimpern noch dran? Ich bin BH-Brustexpertin. Darauf trinken wir. Die Silikone packt aus. Eins ist mal ihr Platz. Furchtbar. Und. Und keiner interessiert, was ein Klimawandel ist. Willkommen zu Tag 10 im Dschungelcamp. Es ist angerichtet. Xenia, kannst du mal bitte den Philipp rufen? Passt da aber bitte auf meine Wimpern auf. Warte. Okay, warum dürfte Christina im Haus bleiben? Und was ist eigentlich die Mehrzahl von Katzenanus? Du Arschloch, du Arschloch, du Arschloch. Euer Licht ist gruselig. Ich hab wahrscheinlich lauter Schatten jetzt unter den Augen, wa? Wir können dich beruhigen. Es ist nicht das Licht, was gruselig ist. Und naja, höchstens deine Lippen werfen Schatten. Mein Name ist Jamila Rowe. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bezeichne mich selbst als Mutter aller Luder. Zumindest sind Teile unserer auf Wish bestellten Katalog 53. Kennt eigentlich von euch jemand den Fachbegriff dafür, wenn man Angst vor Seenot hat? Weil anders kann ich mir das in ihrem Gesicht nicht erklären. Ich bin so wie so ein Dinosaurier. Naja, ich hatte schon jahrelang einen schlechten Ruf. Was können die denn schon groß machen, außer sich ausziehen? Da hatte ich das Gefühl wie bei so einem Vampir. Da machen die schon alle so, wenn ich komme, ja? Ich muss mich korrigieren, es ist gar nicht Christina. Es ist tatsächlich das allererste Mal, dass ein Mutter-Tochter-Gespann hier im Dschungelcamp mit dabei ist. Aber gut, immerhin spart sich RTL dann ein Flugticket, sollte es für sie wirklich nach Australien gehen. Bei den Lippen. Brüste sind gemacht, Nase, Botox, Hyaluron sieht man ja. Ja, ich auch Hyaluron neu. Gegen Truthahnhälse. Sehr gut, dass Jamila das so offen anspricht. Hätte sie es nicht gesagt, es wäre kaum aufgefallen. Weil gegen Truthahnhälse wird unsere Sonja Zietlow natürlich hellhörig. Es ist aber ehrlich gesagt nicht das Hyaluron, was als erstes auffällt. Wenn ich das Ding jetzt verhaue, dann ist vorbei. Wie soll denn das weitergehen? Sind die Wimpern noch dran? Für mich ist es jetzt die letzte Chance, um zu beweisen und zu zeigen, was in mir steckt. Was in mir steckt. Sekunde, was in ihr steckt, neben Botox und Silikon natürlich. Ja gut, das hängt immer davon ab, wann man sie trifft, aber ich würde sagen, zu 98% ist es eine Spritze oder natürlich ein Skalpell. Man läuft immer so bescheuert. Was ist hier los? Hat sie gerade ein Penisbild von unserem Oliver Sanne gesehen? Ich mag es ja, wie RTL das Tiny House nochmal richtig schön verdreckt hat. Es ist so schmutzig, es könnte glatt als Sommerhaus durchgehen. Hi! Ach du Scheiße, ich dachte, ich wäre alleine hier. Nein, komm, alles gut? Nein. Bin ich jetzt hier in Einzelhaft? Ey, das Ding geht doch kaputt. Ey, das ist kaputt gegangen. Oh, Einzelhaft? Oder wie es natürlich bei Temptation Island VIP heißt, ein Date mit Willi Herren. Die drei Neuen sind also eingezogen. Das Gute an der Truppe ist auf jeden Fall, wir haben ein Ersatzteillager mit dabei, sollte irgendwas kaputt gehen. Philipp ist natürlich auch wieder mit am Start. Sag mal, was ist eigentlich sein Lieblingswort? Abbruch. Ich bin ein sehr, sagen wir es mal so, ein sehr temperamentvoller Mensch. Du laberst nur Bullshit. Halt die Schnauze jetzt. Ey, hör auf, ey, wenn du mich jetzt schlecht reinschneidest, ne Leute, ich dreh durch. Jamilas Gesicht ist übrigens genauso schlecht zusammengeschnitten wie vieles beim RTL. Ich fühle mich gerade wie so ein Bewerbungsgespräch. Hast du schon mal dünnen Pfiff deshalb gehabt? Ja. Wenn du im Fernsehen bist, kriegst du diesen Stempel, du hast Geld. So alles, was ich mir jetzt leiste, hat mir nicht Fernsehen gegeben. Meine Mama hat eine Reinigungsfirma und seit 4 Jahren greife ich so ein bisschen unter die Hand. Ich werde jede einzelne Kakerlake, die in Hürth hier rumläuft, aufessen. Mach dir nicht allzu viele Gedanken. Also, keine Sorge, keiner glaubt hier, dass ihr zu viel Geld habt. Das Gute bei Philipp ist ja, er hat keine Angst vor Ekelsachen. Sehr schön, dass er mit sich im Reinen ist. So, ich denke mal, Jamila wird in so circa 5 Minuten da sein. Ihre Lippen sind nämlich gerade schon angekommen. Das wird doch lustig. So ein Schwachsinn. Und nun? Ganz ruhig, das ist eine völlig normale Reaktion, wenn man Jamila zum ersten Mal live sieht. Du musst dir so vorstellen, in Königsfamilien... Königsfamilie? Ja, ja. Was Königs? Was bist du, Königin oder was? Prinzessin. Ja. Xenia Gabriela Florence Sophie Iris Prinzessin von Sachsen, Herzogin zu Sachsen. Aber die macht ja hier nichts. Oben ohne Duschen. Luda-Prinzessin Xenia. Musst du aufhören zu schwitzen? Xenia ist tatsächlich die Prinzessin des Trash-TVs. Völlig klar, die Königin bleibt weiterhin unsere Tina York. Wir halten schon mal fest,
Das Beste kommt definitiv nicht zum Schluss. Ich habe mich in den letzten 10 Jahren x-mal beworben für den Dschungel. Das ist die Königsklasse. Das ist die Creme fraiche der Reality-TVs. Unsere deutsche Kate Middleton hat jedenfalls königliche Augenringe. Sie ist der Beweis dafür, dass der deutsche Adel völlig im Eimer ist. Und wir freuen uns alle schon auf die Staffel The Crown, in der sie dann die tragende Hauptrolle spielen wird. Mach es so wie Mutti! Also als Nutte habe ich noch nie gearbeitet. Du bist Prinzessin? Ja. Hat das Vorteile? Lebst du so im Schloss oder so? Siehst du aus? Ist dieser Prinz Markus auch ein Prinz? Prinz Markus adoptiert. Ja, aber wieso darf er das benutzen? Weil er adoptiert worden ist für Geld. Ich könnte auch jeden adoptieren. Ich könnte mich jetzt adoptieren und dann bin ich Prinz. Ja, aber ich habe Ehre. Ich mache sowas nicht. Sagte sie in einer RTL-Trash-Sendung. Okay, nice. Na klar ist unser Philipp völlig beeindruckt. Er kennt adelige normal ja sonst auch nur wie den König von Mallorca, den Dschungelkönig oder natürlich auch Prince Charming. Stelle eine Reihenfolge auf, wer am bekanntesten von euch drei Bewerbern ist. Aber ich mache jetzt nach Bauchgefühl 1, 2, 3. Das Ding ist, ich kenne euch ja gar nicht. Ich kann das ja gar nicht beurteilen. Was glaubst du, wie es uns geht? Wer ist hier am bekanntesten? Keiner. Ja, ist so. Ist so. Ist so. Und das kann ja jeder Einzelne bestätigen. Dann war ich Lara. Und dann habe ich als Fitnesstrainer mein Glück versucht, aber nicht, weil ich zu dumm war. Hier wird gerade gelogen. Aber weil ich keinen Bock auf die Jobs hatte. Vielleicht kommt da irgendwann mal meine Fenster putzen. Wir werden gucken. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass Philipp beim Fensterputzen besser ist als ihr Schönheitschirurg im Nasemodellieren. Zur allergrößten Not kannst du deine Fenster natürlich auch mit deinen Lippen selber abziehen. Philipp hat ja nicht so richtig Bock auf Arbeiten oder wie es eben auch heißt, Influencer. Was bereust du in deinem Leben? Bei Amma-Partys oben ohne mit Jürgen Drews und Kleid wegziehen und raus, so eine Sachen würde ich alles nicht mehr machen. Als ich noch 30 war, raus, jetzt bin ich 53 und die bleiben drin. Dann ist das nicht mein Land. Darüber freuen wir uns hier alle. Also, ne, raus, das mache ich nicht mehr. Also, zumindest nicht umsonst. Erzähl mal, wie hat deine Karriere angefangen? Ich glaube, da warst du noch nicht geboren. Mein allererstes Format war Die Alm. Ich bin so das kleine Huhn zwischen denen. Hähnen oder so, sagt man das so? Wir waren schon bekannt, da gab es noch kein Instagram und kein YouTube. Genau. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Wobei Xenia kenne ich natürlich aus meinen Couple-Challenge-Videos, die verlinke ich euch mal hier, weil da geht sie ja so richtig ab. Oh Gott, wir sind alle froh, dass sie nur den komprimierten Lebenslauf aufzählt und nicht die einzelnen OP-Säle von Dr. Mang. Eine Person, die auch im Dschungel war, hat zu mir gesagt, schmuggel Salz in deinem Schlüpper. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es dieser Person geht, aber ich rasiere mich ja auch. Und wenn ich jetzt Salz in meinem Schlüpper habe. Aber in eine Slip-Einlage, irgendwie so. Das ist ja klug. Nee, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Oh, die ist so dumm, ey. Die sollten mal ordentlich Konfro mitschmuggeln. Zur allergrößten Not nimmt Jamila vielleicht einfach die Bea Fiedler in ihren Lippen mit. Yeah, yeah, yeah. Aber nackt geht nicht mehr. Adams und Eva? Ja. Also komplett nackt? Ganz nackt. Ja, stell dir vor, irgendjemand aus deiner Familie sieht das. Und hatten die Männer auch keinen... Nein. Weil stell dir vor, du gehst einen Fax verschicken oder so, nicht, dass da was hängen bleibt oder so, weißt du? Fax verschicken. Kacker. Kackenbeger. Keine Sorge, das Toilettenpapier wäre bei dir nicht das Einzige, was dann hängen geblieben ist. Er steht ja so ein bisschen auf unsere Jamila. Es heißt immer, alte Schiffe sind besonders gut fürs Erlernen der Schifffahrtskünste. Wenn das nicht mal ein Zufall ist, dass unsere Jamila ein Schlauchboot mit dabei hat. Der P*** von Jotta. Eklig? Habe ich mir schon gedacht. Riesig, so ein ekliger groß. Typ. Was? Der hat den nicht unter Kontrolle. Und da habe ich ein Trauma davon. Du brauchtest den nur einmal kurz am Arm berühren, dann das ist so eklig. Das ist ekelhaft. Das kann ich bestätigen. Der postet ja ständig irgendwelche Fotos von sich. Ehrlich gesagt sehe ich Jotas Penis derzeit öfters als meine Familie. Hier, die schmuggeln ohne Ende. Und was macht RTL jetzt? Wir brauchen für den Schmuggelcheck kommenden Januar auf jeden Fall einen Kollegen für unten rum. Down Under Ranger. Für unseren Prinz Damien war es also doch ein Jahr zu früh. Boah, Alter. Die sind aber... Ja, die sind vielleicht gerade ein bisschen... Ne, die sind schon klein. wann hast du die gemacht? Ich mach die, glaube ich, jeden Monat. Die habe ich so lange und so oft schon machen lassen. Das kann ich in Zahlen nicht ausdrücken. Circa 12 Einstiche. Ah! Jamila lässt ihre Lippen öfter so machen, als ich Sport mache. Aber die sind wirklich sehr gut geworden und sehr dezent. Jetzt erzähle ich dir mal was oder euch, das wirst du auch nicht wissen. Vor circa 3 Jahren habe ich für ein Modelabel gearbeitet, für BHs für große Größen. Ich bin BH-Brustexpertin. Darauf trinken wir. Sie ist also Verkäuferin bei Beate Use. BH-Brustexpertin ist auf dem exakt gleichen Niveau wie nachdenkliche Sprüche auf Grafiken schreiben. Ich lasse mir die jetzt auffüllen nur. Ja, also wenn ich mich nach vorne beuge, ist so wie leere Lappen. Ich fand's
ein bisschen unangenehm. Welche Größe hast du, wenn ich fragen darf? Warum? Ja, weil ich wissen will. 75G. Was? Ja. Oha! Eins ist mal geplatzt vor ein paar Jahren. Furchtbar. Es gab eine groß angelegte Rettungsaktion. Das ganze Silikon würde einfach direkt in ihre Lippen gespritzt. Aber meine aller coolste Brust-OP war unter freiem Himmel in der Schweiz auf einer Yacht. So fangen die allerbesten Geschichten an. Eine Open-Air-Brust-OP. Also die erste Frage ist natürlich, gibt's das bei Jochen Schweizer? Und die zweite, wann räumt RTL dafür seine Plätze frei? Naja, und die Legende besagt, dass die Fleischabfälle alle gesammelt wurden und jetzt in Form von Patricia Blancos neuen Nippeln weiterleben. Cool, das war nämlich ohne Vollnarkose und nur mit einem Beruhigungsmittel. Warum sollte man das wollen? Die Polizei am Hafen hat alle in Beschlag genommen, weil der Kapitän wusste nicht, was wir auf der Yacht operieren. Der hat gedacht, das ist eine illegale Schussverletzung. Sekunde, nur zum Mitschreiben. Also, es war so, sie hat in der Schweiz sich ein Schlauchboot geklaut, das jetzt als Lippen getarnt und damit ist sie dann abgehauen, oder wie? Und was sie jetzt leider vergessen hat zu erzählen, für diese OP wurde natürlich kein Silikon verwendet, sondern einfach die Luft aus ihrem Kopf. Und du hast zwei Kinder? Sind sie stolz auf Mama? So, dass du... Ja, das ist auch so eine Frage. Mein Sohn, der hat das so ein bisschen belächelt, als ich hier rein bin. Ich mache das, glaube ich, auch einen Teil hier, um meinen Kindern zu zeigen, dass ich stark bin. Richtig stark ist ehrlich gesagt, wenn man seine Seele nicht an der RTL verkauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie richtig sympathisch. Aber sie macht einen großen Fehler. Die Mutterrolle, die ist natürlich schon längst vergeben. Ich bin doch nur ein normaler Mensch. Eine Mutter. Ich will, dass mein Sohn stolz ist, wenn ich rauskomme und dass er sagt, meine Mutter ist cool. Meine Tochter kommt oft aus dem Nichts, wenn ich nicht dran denke, auf mich zu, nimmt mich in den Arm und sagt, meine Mutter ist cool. Ja, dann sollte sie wahrscheinlich einfach TikTok-Tänze lernen und, wobei, nee, lieber nicht. Aha, ist ja schön und gut, aber was wird der Sohn stattdessen sagen? Peinlich des Todes. Warum können die Menschen nicht einfach akzeptieren, dass man glücklicher Single ist? Ich höre intelligenten Männern gerne zu beim Reden. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ah, okay, dann guckt sie meine Videos also nicht so gerne. Jamila, das wird schon wieder. Die Geisterbahn, in der sie normalerweise arbeitet, wird wahrscheinlich wegen der aktuellen Situation gerade auch geschlossen haben. Ja, aber reicht dann, ja? Wenn du den Mann kennenlernst, der dann für dich mitdenkt. Ja. Also seit ich denjenigen kennengelernt habe, wenn er irgendwas sagt und ich keine Ahnung, wovon er redet, aber dann google ich schnell und dann sagt er, googelst du schon wieder, was ich gerade gesagt habe? Ja, aber ist doch okay, so, weißt du? Das kenne ich, ne? Bei dummen Leuten muss ich auch mal googeln und hoffe darauf, dass die Google-Korrektur das Richtige ausspuckt. Gabayoli, Andrea Lin, Oma Ritchie aus. Wie sieht denn so ein Date bei dir aus? Ich bin da ganz entspannt, immer Shisha-Kaffee. Echt? Ja, ganz. Das ist ja mein Albtraum. Guck mal, das Ding ist die Zukunft, leider. Ich nehme so ein Ding aber nicht in den Mund. Hier geht es gerade immer noch um den von Jotta. Ich möchte aber da nicht dran saugen. Wenn ich sehe, wie die immer an diesen Schläuchen hängen. Ja, das ist echt. Das sieht auch dumm aus, einfach. Nö. Doch. Naja, sie nimmt ja noch ganz andere Dinge in den Mund. Schläuche hängen an ihr nur, wenn ihr Fett abgesaugt wird. Today, another day, day, geiler Song. Geiler Song. Ich hatte atemlos auf Japanisch gemacht. Den Song, oder? Und du kannst Chinesisch, oder was? Oh mein Gott, wie dumm du bist! Ja, und damit ist das Thema Intelligenz bei unserem Philipp leider auch durch. Der ist 26, ne? Leider ein Jahr zu alt für unsere Bea. Atemlos. Komm, wir freestylen jetzt ein bisschen. Was ist los? Ich komme Xenia und Jamila. Was die Hoden? Die Hoden, die alter Bika. Gib mir den Stier, die können Hoden, die Hoden. Wie, was Stier. Ist mit den Hoden? Und das ist für mich Spatenmusik. Für Deutschrap reicht das natürlich völlig aus. Wobei Philipps Performance zeigt eindeutig wieder, dass Rappen doch offensichtlich auch ein Talent ist. Wäre Jamilas Gesicht nicht einbalsamiert, man würde ihr die Freude ansehen. Ich will hier nicht als Loser rausgehen. Ich will nicht rausgehen, weil ich... Du bist ja mega jung geblieben. Ja, ich bin mega jung geblieben, weil ich tausend Sachen abmachen lasse. Aber das ist trotzdem ein Talent. Dolly Buster ist gemacht und sieht trotzdem alt aus. Aber guck mal, du bist ja eine Frau, die auch dazu steht. Was glaubst du, wie oft ich angemacht werde im Netz wegen meinen Lippen? Am liebsten sind mir die anonym. Entweder haben sie Katzenbilder als Profilbild oder ja, kein Profilbild. Lies einfach nicht die Beiträge. Das ist immer einfach gesagt. Wenn ich einen Beitrag von mir sehe, dann... Ganz ehrlich, gucke ich schon, was drunter steht. Dann hat sie wahrscheinlich so ein- bis zweimal im Jahr was zu tun. Es gibt wirklich Menschen, die sich über Jamilas Lippen lustig machen. Es ist unerhört. Jeder Mensch darf sich so verschandeln, wie er möchte. Das ist der Nachteil von Facebook,
Instagram. Bin psychisch ein Frack. Ich habe mal eine Frage. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Psychospiele beginnen? Was ich alles schon an Shitstorm gekriegt habe, glaub mir, das ist das Schlauchboot-Pustekuchen. Aussehen vergeht. Hektar besteht. Das weiß jeder, der Bauersuchtfrau guckt. Schlauchboot-Pustekuchen? Stimmt natürlich. Aufgepustet werden die hier garantiert. Lieber Philipp, aber ganz ehrlich, in der aktuellen Situation halt auf alle Maßnahmen zu scheißen und irgendwelche Partys zu geben, damit hast du dir deinen Shitstorm auch selber hart erarbeitet. In diesen Boxen befinden sich drei Täfelchen. Diesen Begriff müsst ihr schreiend erklären. Wer zu leise ist, bekommt einen Stromschlag. Sie müssen den Pegel hochhalten. Für Sam wäre diese Prüfung wie gemacht gewesen. Das heißt, sie brauchen eine laute Stimme und natürlich Gebildetheit. So. Was war das? Das war glitschig, das ist ja ekelhaft. Wer ist er? Stellt sich jetzt hier auch ein kleines bisschen an. Sie tut ja gerade so, als müsste sie den Jotta anfassen. Schlangen wären schlimm. Furchtbar. Ganz ja? Furchtbar. Weißt du denn, wie sich Schlangen anfühlen? Das ist für ihn gar kein Problem. Er war ja sowohl bei der Bachelorette als auch bei Bachelor in Paradise Kandidat. Alles gut. Dr. Bob geht nochmal schnell die Tiere briefen. Sollten sie Jamila wirklich beißen, würden sie natürlich an einer Plastikvergiftung sterben. Klimawandel, ach du Scheiße. Gib alles, Mann. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich erzählen soll. Irgendwas über Klimawandel. Aber Klima ist doch ganz gut im Sommer. Es ist kalt, es ist warm und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall muss ich einfach nur das Ding hier hochrucken. Ich brauche den Stern. Und keiner interessiert, was ein Klimawandel ist. In diesem Sinne, wunderschöne Grüße. Dankeschön. Und hier kommt das Urteil unserer Fachjury. Es war ein ordentlicher, langer Furz. Ich weiß schon, warum ich einen Poetry Slam mit Julia Engelmann nicht wirklich vermisse. Wobei das immer noch intelligenter war, als das, was im Parteiprogramm einiger steht. Philipp hätte hier 15 Sekunden Zeit, was Sinnvolles zum Thema zu sagen. Aber wir sehen hier eindeutig, was im Kopf unserer Influencer so rumgeht. Seitensprung. Ja, da will ich jemand verarschen, würde ich sagen. Ein Seitensprung zu haben, gibt immer Gewinner und Verlierer. Und meistens ist die Frau der Verlierer. Deshalb merkt euch, niemals etwas anfangen mit einem Mann oder einer Frau. Sonja macht das natürlich nichts aus. Sie kennt wirres Gebrüll natürlich noch aus ihrer Talkshow-Zeit. Wir haben drei neue Kandidaten und die Frage ist, haben wir jetzt endlich genügend Konfro und Beef? Sweetie! Und genau deswegen gibt es jetzt für alle noch mal ein paar Stromschläge. Wenn ihr Content in England... Flieg nach Kroatien! Mit über 90 Dezibel hier rumbrüllen oder wie wir Trash-TV-Fans sagen, Giselle Oppermann in jeder Dschungelprüfung. So, jetzt begrüßen wir aber erstmal unsere Gäste aus der legendären Staffel 3. Herzlich willkommen, Ross Anthony, Barbara Engel und Isabel Edwardson. Hallo. Wer sind die Menschen neben Inka Bause hier? Kommen die aus dem Nachbarstudio von The Masked Singer? Die kennt ja wirklich keiner. Ah, wobei, die Isabel ist doch von Let's Dance. Oh Gott, die hat auf jeden Fall Schlimmeres erlebt, als hier Känguruhoden essen und so. Sie musste ja mit dem Wendler bei Let's Dance tanzen. Wir brauchen Streit. Totaler Schwachsinn. Barbara, mal Platz mit der Kragen. Die kann auch furchtbar nerven und ätzend sein. Wer schlecht redet, ist ein schlechter Mensch. Was für eine unsägliche Scheiße. Einfach nur leeres Geschwätz und das ist das Letzte, was wir hier brauchen. Der Anfang, was am Maul kommt, ist Scheiße. Und bitte erst denken, dann reden. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle, harmonische Truppe. Ach, guck, Ross Anthony hat sich einfach kaum verändert. Ich glaube, ich würde jetzt 8 Känguruhoden für 5 weitere Kippen essen. Ich nehme mal meine Wimpern ab. Privat schminke ich mich ja so gut wie gar nicht mehr. Wofür? Ist ja alles unter der Maske. Sie legt jetzt erstmal ihre Lippen ab und beginnt mit der Demontage. Sie empfiehlt natürlich auch FFP2-Masken. Unter anderem passen ihre Lippen auch nicht. Hallo, ihr Tiny Hausierer. Jamila aktuell auf Platz 3. Auf Platz 2. Xenia. Und mit dabei im Halbfinale wäre auch noch der Philipp. Ach guck mal, hat Philipp da noch was von seiner Faxbearbeitung im Gesicht hängen? Ich muss sagen, ich mag die neue Truppe. Wobei, Spritzen, Spitzen allein reichen nicht. Wir wollen richtige Spitzen hier gegen die anderen sehen. Was sagt ihr? Jamila ist ganz cool, oder? Schreibt es mir in die Kommentare, freue mich. Und wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Sam ist wirklich so ein Teufel und Oliver Sanne... Ohne Worte, der hat sich komplett ins Ausgeschossen. Falls ihr die nicht gesehen habt, klickt unbedingt rein. Die ganze Folge verlinke ich euch in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.